Hey ihr hocherotischen Höhlentrolle, willkommen zurück zu The Beast Inside. Also es wird jetzt doch wohl ein bisschen Horror auch auf der Seite der fast Gegenwart, also der Vergangenheit, nicht der sehr späten Vergangenheit, ihr wisst schon, was ich meine. Denn wir haben gerade das Werk eines irren Psychopathen entdeckt letztes Mal. Schaut euch unbedingt die Folge nochmal an, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Und ansonsten danke ich natürlich allen, die mich unterstützen mit Likes und Kommentaren. Das kommt vielleicht nicht ganz so rüber manchmal. Aber ich bin echt froh, dass ihr da seid und mit mir das Ganze durchsteht und mir nette Dinge schreibt. Weil ich finde es doch teilweise echt sehr, sehr krass, was hier geschieht. Das ist, boah, meine Güte. Aha. Also letztes Mal, das war schon fast ein bisschen zu viel, weil, ihr wisst ja, ich habe selber eine kleine Tochter. Und mehr verrate ich jetzt nicht. Wenn ihr es nicht gesehen habt, unbedingt nachholen, Leute. U gleich B? Ich verstehe. U gleich B. Für was habe ich denn meine trusty Codescheibe dabei? U ist B. Aber warte mal, da gehe ich erstmal auf B und U. So, das hätten wir schon mal. U gleich B. Oder ist das ein U? Man kennt das nicht so toll, doch. Ist ein U, es ist nur verlaufen. Da wird uns auf jeden Fall irgendjemand an irgendwas hier ranführen, aber was? Macht aber bitte einmal die Taschenlampe an, Kerl. Ich glaube, ich sollte nicht weitergehen. Da wird nichts kommen, was mir hilft beim Rätsel. Ich sollte vielleicht mal hier runtergehen noch. Jetzt ist es auch was total Unbedeutendes, aber ich muss es wissen. Nichts. U gleich B. Was könnte denn hier für ein Passwort sein? Es gibt ja soweit keine Hinweise, oder? Bis auf die Codescheibe und dass es halt ein Wort mit 6 Buchstaben ist. Sowjet? Nee. Hide? Nee, ist auch nicht. Da vorne muss noch was sein. Oh nein, ich hab's gewusst. Und ich nehme mal noch Anlauf und springe. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, ihr seid... Oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, hier eingesperrt zu sein. Ich sag nur, stell euch mal vor, der so ein Stück Felsen rutscht runter und fällt euch aufs Bein. Und mit so einem Stück Felsen meine ich so einen Brocken von 500 Kilo, dann seid ihr tot. Du kommst hier nicht mehr raus, ist vorbei. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das nicht echt ist, sondern nur ein Spiel. Ist es? Nein. Natürlich ist es das. Kann ich über sowas nachdenken. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall ein Wort. Und ich wette, da ist irgendein Kletterwerkzeug drin, was uns hier raushilft. Natürlich rein zufälligerweise. Was denn auch sonst? Oh, guck mal, diese paar Balken hier, als könnten die den riesigen Felsen darüber. Ah! Da wird es mir ganz anders, ne? So ganz, ganz anders wird es mir da, wenn ich darüber nachdenke. Diese verdammte Taschenlampe. Er hat halt eine Taschenlampe, ne? Ich will's nur sagen. Und hier unten ist es so schweinedunkel, manchmal. Ein toter Mann, wenn du so weitermachst, bist du. What? Nein. Nee, ich bin nicht schon wieder im Haus, oder? Leute, ich will das knacken, das passt. Dort ist das Haus. Nee, vergiss es. Na-oh. Ich will diesen Code knacken. Ich will es wissen. Traitor kann es auch nicht sein. Was haben wir denn noch? Notizen. Karte.
Notizen aus dem Lager. Capgrass, vielleicht? You can't hide. Hide mit Y vielleicht, hä? Hide. Woodpecker. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Was könnte in der Kiste sein? Oh. Diese Geräusche. Hör. Steht da vielleicht irgendwas drauf? Dass mir einen Aufschluss darüber gibt, was da für ein Passwort... Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. U gleich B. Hier muss doch irgendwas stehen. Nee, da gehe ich nicht immer zurück. U gleich B. Das hilft mir nicht weiter, ich brauche das Wort. Das Wort, was gesucht wird. Nee. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon öffnen kann, oder? Ich meine, hätte ich das Wort, klar, aber... Das Dumme ist, ich kann doch nicht einfach so speichern, oder? Ich kann die Checkpoints... Nee, warte mal, ich kann Kapitel starten. Ja, neu starten, aber... Ach Mann, Leute, ich komme nicht drauf. Was könnte es denn sein? Trader hat 7 Buchstaben. Killer vielleicht? Nee, aber das... Ich wünschte, ich hätte einen Anhaltspunkt. Vielleicht habe ich auch einen, habe ihn nur übersehen, aber ich glaube, so funktioniert das hier nicht. Ach, verdammt. Nee, vielleicht kann ich später nochmal hierher kommen, aber jetzt... Ach, Kinder. Mich nervt das. Ich will das gerne knacken, das Rätsel. Aber... Ich kann nicht. Ohne Anhaltspunkte kann ich nicht. Ich hoffe, ich komme auch wieder hier rauf. Also die Treppen und alles sehen ganz gut aus. Ja, da ist das Haus. Wow, die Büsche eben waren ein bisschen bedrohlich. So, warte mal, wir kommen jetzt... Old House. Wir kommen jetzt von dem X. Genau, also wir müssen eigentlich wieder hoch zum X. Gut, wir sind ja eigentlich hierher gefahren. Guck mal, da führt kein Weg hin. Crystal Lake... Bescheuert. Wie sind die bitte mit dem Auto hierher gekommen? Ach, da ist der Werk. Der Schuppen im Garten. Boah, trotzdem, ich wollte nicht hier sein, ne? Oh. Sieh mal da. Ja, du musst doch jemanden anrufen und dann Bescheid geben, dass hier Leichen sind. Ich meine... Wahrscheinlich macht er das nicht, wette ich mit euch. Oder es kommt irgendwas anderes dazwischen. Oh nein, ich komme nicht mehr hier rauf, oder? Ach, Kacke! Jetzt werde ich nie erfahren, was in der Kiste ist. Das ärgert mich. These can't hide from them. They'll follow you to the end of the world. But if I tell anyone, they'll think I'm crazy. And that's what commies want. That's how they break their enemies, the dirty bastards. They think they can send a fake cop here and I'd fall for that like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. Das ist dein Ernst? Du hörst dich gerade ziemlich gaga an, weißt du das?
Vielleicht hat seine Frau die Polizei gerufen. Überdenk mal das bitte. Ins Büro. Also hier sieht es eigentlich nicht irgendwie unordentlich aus. Bis auf das Kissen, aber... Oh. Honey, what's going on? Why is there a... Where have you been? Where the hell have you been? You know, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? What? What? You were gone for 6 hours! You went and just vanished! I didn't vanish, I just tried to remove those damn bugs. What bugs? What are you talking about? You left me all alone, and some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? The telegrams, that son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and... Wait a minute. Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff, my... You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions! What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Also ganz ehrlich, da gebe ich hier absolut recht. Er hätte einfach zu Hause bleiben sollen und hätte vielleicht seinen Chef anrufen müssen. Und nicht einfach dann... Ne? Ich meine, er ist beim Geheimdienst. Die müssen Hilfe schicken. Was bist du für ein Kerl? Sag mal, du kannst doch deine Frau nicht alleine lassen. Die ist schwanger. I need to search the office thoroughly. Maybe the device will find some traces. Aha, die ganzen Kerzen. Nee, also ich finde das nicht in Ordnung. So eine schwangere Frau? Nee. Was haben wir hier? Warnung. Notiz. Mit dem Bild einer Schwalbe. Irgendjemand muss sie wohl gut sichtbar hier für mich hinterlassen haben, aber warum? Hüte dich vor Schwalben. Was das supposed to mean? Buffalo Ammonia, oder? Och man, Kerl. Auch noch die Dinger hier rumliegen zu lassen mit dick fett Confidential draufstehen, weißt du? Hüte dich vor Schwalben. Das Fenster ist total kaputt, ja. Boah, Mann, Kerl, du kannst deine Frau hier nicht alleine lassen. Wenigstens eine Schusswaffe hättest du ihr geben können. Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. No point hanging around here. I've got to get him before he's off the radar. Those messages are crucial and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. Ruf doch deinen Chef an jetzt. Der Sender ist doch weg. Oh Gott, Leute. Der ist so doof, ne? Das ist so doof, was wir da machen. Was er da macht. Okay. Warum ist ja eigentlich alles abgeschlossen? Okay, die geht auf, die eben ging auch auf. Was ist das für Tabletten? Gar keine. Das ist goldene Pillendöschen. Warum ist das Bade... Ich find's halt komisch, dass hier alles abgeschlossen ist, einfach.
Buddha. Hier, Taschenlampe, nimm sie mit. Oder die alte Öllampe von mir aus. Die Tabletten, die hier rumliegen haben. Ein Fernglas, auch das mitnehmen. Aha, er hat aufgehört zu rauchen. Wie war das? Wir überall noch Zigaretten verstecken. Und die ganzen Werkzeuge nehmen wir auch nicht mit. Ich brauche keine Werkzeuge. Wie viele Gästezimmer gibt es denn hier? Krass. Die alte Pfeife hatten wir schon. Hä? Verdammt, ich kann immer noch den Tabakduft riechen. Eklig. Wie gesagt, wir hatten das schon eigentlich. Habe ich alles schon durchsucht hier. Na gut. Irgendwelche Botschaften im Haus, meinte er ja. Aber hier drin ist nichts mehr. Voll das krasse Haus eigentlich. So riesig groß. So, hier ist das Arbeitszimmer. I just hope I don't lose the trail. I can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Alles klar. There, cross the bridge and hold up in the woods. Fußabdrücke. Private property, no entry. Ich glaube, der Sheriff ist schon tot. Wenn du mich fragst. Tower, Hillside Inn und Shore. Da lang. Ich finde das keine gute Idee. Wie gesagt, ich würde meine Frau dann doch lieber... Ich würde lieber auf meine Frau aufpassen. Sind noch überall hin. Tower. Ne, ich halte mich erstmal an den Plan. Mal sehen, was noch passiert. The signal is stronger. I'm getting close. Chapel. Firewatch. Ah, kennt ihr Firewatch? Sehr geniales Spiel. What? Da. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Zum Glück habe ich noch alles, die ganzen Tools dabei, oder? Mann, super praktisch. Boah, wie gefährlich das hier ist. Alles hier ist gefährlich im Wald. Dass wir uns noch nicht verletzt haben, ist halt echt das Größte. Mhm. Da ist der Weg wieder. David, Emma, me, and my parents. The movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. And I crack it. Tja. Oh, wie schön das aussieht. Du hast immer noch den Psycho vergessen, der die Leute umgebracht hat. Ich meine... Deine Frau ist ganz alleine. Immer noch. Also nur mal so, du Blödmann. Lass deine Frau nicht alleine, die ist schwanger. Jedes bisschen Aufregung kann schlecht fürs Kind sein. Der Kerl, Vater des Jahres, du. Aber vielleicht ist er gar kein so schlechter Dekodierer. Also das wissen wir ja. Er ist ziemlich gut in dem, was er macht. Grünes Seil, blaues Seil, rotes Seil. Sind das irgendwie... Hat da jemand einfach Spuren gelegt? Aha. Interessant, da war jemand fleißig.
Aber ich will immer noch wissen, was geht hier vor sich. Das wird immer verworrener. Wie viele Parteien gibt es hier eigentlich? Spione, Geisteskranke und dann noch die Vergangenheitssache. Ach, das sind Stromkabel. Electric fence. What is it doing here? Where could these wires lead? Nummer 1. One down. There's more. Schon wieder ein reißender Fluss hier. So blau führt hier irgendwo lang. Ja. Und grün führt zu dem Baumhaus da drüben. Zum Tower. Vielleicht ist das der Tower, der Jägerstand? Oder. Nee, das ist das Firewatch-Ding. Aber die sind eigentlich viel höher. Du kannst hier kaum über die Bäume gucken. Macht doch keinen Sinn. Die stehen meistens auf Bergen, dass du halt wirklich einen ganzen Wald überblicken kannst, so einen ganzen Abschnitt. Ob es irgendwo brennt. Und dann ruft man die Forstbehörde an und sagt, hier brennt, mach mal. Aha. Wie komme ich da rauf? Ich muss mir irgendwas da hinziehen, sonst kann ich da nicht hochspringen. Oder? Nee, komm ich nicht rauf. Der ganze Müll hier, pfui. Was haben wir denn hier noch? Das ist aber schön. Das sieht echt schön aus. Da würde ich meine Frau mal mit hinnehmen. So ein bisschen romantisch spazieren gehen im Wald. Mit den ganzen Psychos und. Ja, die Russen. Oder der Russe. Aha, was haben wir denn da noch? Ja, das ist voll interessant hier. Eine versunkene Kirche oder was war? Was? Spannungsmusik. Noch ein Code. Boah, Leute, ich dreh ja durch, ne? Ich dreh ja durch. Schon wieder mit 6 Buchstaben und wir haben nicht mal die Entschlüsselungssequenz. Steht das irgendwo hier drauf? Boah, ich will wissen, was da drin ist jetzt. Das macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Sieht doch mehr aus wie Öl, das Wasser. Als Wasser. Ach Mann. Ich brauche echt ein Wort dafür. Ist die Sequenz auch wieder B gleich U? Oder man findet es vielleicht erst später raus. Oder man ist es... Ich bin ja ein Backer des Spiels. Also ich habe es damals finanziert mit $50, glaube ich sogar. Vielleicht habe ich ja irgendwas bekommen. Ein Passwort? Nee, glaube ich jetzt nicht. Oder in unserem Büro, diese berühmten Dekodierer. Vielleicht hat es damit was auf sich. Die Palette kann ich auch nicht umziehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Also irgendwie... Ach da, warte mal. Ah, ich sehe es doch schon. Ja, da ist so ein kleines... Wow. Da ist so ein kleines Rämpchen. Ja. Wow, auf einmal höre ich auf zu sprinten. In der Luft. So, jetzt aber. Perfekt. Wie viel Dreck hier rumliegt. Einer noch. Der eine ist aber Schluss.